Vergiss mir sofort Sherwin habe! Du dein Sohn, ich werde dich DDoSen, du Bastard! Er hat gedDoSen und selbst timeoutet. Du hast mich jedoch gedDoSen! Alter! Gib eine Anzeige! Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem GrieferGames.net Server. Ich habe hier gerade wieder einen Teamspeak, der mich DDoSen möchte. Microphone activated. Hallo, bin jetzt da. Ey, du Hurensohn! Hey, stopp. Hurensohn sagt man hier nicht. Doch, halt dein Nein, Mann, Hurensohn sagt man hier nicht. Doch? Nein! Ich sag schon. Du sagst, was ist dein Anliegen? Pass mal auf! Was ist dein Anliegen? Ich hab mir einen DDoS-Client gekauft. 50 Euro. Und wenn DDoS-Client. Du nicht DDoS, wenn du aber, nicht DDoS aber DDoS-Client oder DeskOS-Client? Jetzt halt doch! Nee, klappe jetzt. Doch! Okay. Wenn du nicht DDoS werden willst, dann gib mir sofort Serverinhaber. Okay. Der Server ist so oder so scheiße. Ich habe so Angst vor dir! Halt dein Maul! Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass dir irgendwer Admin gibt. Hast du schon vorher gedDoSt? Doch, ich glaub schon. Du glaubst schon? Wer hat dich DDoSen? Hast du schon mal wen gedDoSt? Ja. Und? Was passiert? Dein Internet war weg. Von einem Server oder von einer privaten Person? Privaten Person. Ja, dir ist aber schon klar, dass man einen Server nicht so leicht DDoSen kann wie eine private Person. Halt dein Maul, ich kann alles! Okay. Cool, wie heißt du denn? Spielst du hier zufällig? Ja. Wie heißt du? The Jules. The Jules? Ja. Citybuild, Fuibuild, Skyblock? Build. Fuibuild? Build. Komm, Fuibuild? Hallo? Hallo? Wo spielst du? Citybuild! Citybuild, da sagt es doch. The Jules, ja, ich hab dich gefunden, ich bin da. Guten Tag. Cooles Haus hast du. Sehr krass gebaut. Halt sagen, dein Maul. Nee, aber jetzt mal ehrlich, du glaubst doch nicht, dass du das DDoSen kannst hier. Mach doch mal deinen Server mal down. Jetzt schieß mich doch nicht. Mach doch mal den Server jetzt mal down. Hopp. Mach ihn doch mal kaputt. Soll ich ihn echt kaputt? Halt! Oh. Ja, mach ihn doch kaputt, hopp. Nerv mich nicht! DDoS doch, du weißt doch nicht mal, wie man die App hier rausfindet, du Idiot. Ich weiß alles. Ach, du weißt alles, okay. Ja, mach doch. Ja. Eine bessere Idee, weißt du was? Was? Leute, mit dir, ich werde hier gleich gebannt und das Haus machen wir jetzt auch weg. Nein! Doch. Lässt du schöner. Jetzt! So ist schöner. Wenn du das Haus wegmachst, ich werde alle hier DDoSen. Ja, das Haus ist schon kaputt, DDoS doch jetzt alle. Du gehst sogar in die Lava rein, was bist du denn für ein Idiot, Alter? Halt dein Maul, ich werde jetzt halt auch nicht schlauer. Auch nicht schlauer, also gibst du sogar zu. Ui, ist der wirklich gestorben, das tut mir aber leid für dich. Ja, aber jetzt mal ehrlich, das kannst du nicht bringen, als wenn ich dir einen Euro gebe. So ist doch schön, oder? Lass es doch mal, Hurensohn! Ich werde dich DDoSen, du Bastard! Okay. Ich werde alles zerstören! Lach nicht so hässlich! Mit deinem DDoS-Programm, was du dir gekauft hast. Ja! Du weißt schon, dass es die Sachen gratis gibt. Es kommt nicht auf das Programm an, es kommt auf deine Leitung an. Ich hab das Geld. Hast du denn wenigstens einen Server oder so noch gekauft oder hast du nur deine private Leitung? Private Leitung. Ja, du weißt aber schon, wenn du wen DDoS, dass du dann selber kein Internet mehr hast. In den meisten Fällen. Okay. Hat dir das keiner erzählt? Halt dein Maul! Ja komm, DDoS mich doch jetzt. DDoS, mach mal den Server kaputt, hopp. Wer hat jetzt DDoS wie CIP? Komm die mal raus. Ja komm, ich geb dir sogar die IP. Du bist ein netter Kerl hier, bitte. Viel Spaß, DDoS mich doch. Du wirst noch sehen, du kleiner Hurensohn. Ich werde noch sehen, ja, ich werde auch noch sehen. Okay, es geht jetzt los, du kleiner Bastard. Es geht jetzt los, oh Gott. Fängst du schon an? Ja. Wirklich? Hallo? Also der Server leckt gerade nicht. Hallo, Jules. Bist du noch da? Leckt es? Gucken. Nee, ja, nein. Also offenbar leckt User es. In your channel timed out. Der Vollidiot. Ja, gut. Er hat gedDoS und selbst timeoutet und der Server leckt gar nicht. Oh, was ist das denn für ein Typ? Alter, hoffentlich kommt er gleich wieder. Bestimmt hat er direkt so 5 Stunden DDoS. Oh, da ist er schon. User was moved da bist du ja wieder. Was ist los? Kein Internet mehr gehabt? Ey, du hast mich doch gedDoS! Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab dir meine IP gegeben, dann hast du mich gedDoS und bist ausgetimed.
Halt dein Maul, du hast mich gedidost. Ich hab dich jetzt gedidost. Nein. Der Server hat nicht mehr geleckt, mein Freund. Bist du doof? Du hast mich gedidost. Halt dein Maul. Ich hab gar nichts gedidost. In die Fresse, ich zeig dich an, du Hurensohn. Alter. Was bist du denn? Das ist so hässlich. Ach, komm nochmal zu deinem Haus wieder. Komm mal wieder online. Du bist gerade nicht da. Ich finde dein Haus jetzt richtig schön. Weißt du, was, jemand wie du verdient hat? Was? Eine einzige Sache, du kriegst den scheiß Bann und dann verpisst du dich und kommst hier wieder online, okay? Du hast mich hier doch gedidost! Ich hab gar nichts getan. Nice. So doof, Alter. Gib eine Anzeige. Ja, komm, zeig mich an. Wegen was? Wegen DDoS. Wegen zu gutem Internet. Der Server hatte eine zu gute DDoS-Protection. Der war ein Scheißdreck. Hey. Kann ich den Arsch schieben? Ja, wieso ist der Server jetzt scheiße? Weil der scheiße ist. Nee, ist nicht scheiße. Ich doch, ist er. Ich finde den Server gut. Welch? Es interessiert niemanden, was du gut findest! Okay, Leute, dann schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Server findet. Ob der scheiße ist oder gut. Du wirst sowieso aufgenommen. Du kommst jetzt auf YouTube. Darf ich das hochladen? Maul. Darf ich das hochladen? Deine Mutter kommt auf YouTube! Gut, dann verzehre ich deine Stimme. Und gut ist. Oh. Es tut mir echt leid, dass ich gerade beleidige, aber das macht einfach wütend. Ich meine, wenn du mir schon drohst, ne, dann bitte doch auch mit irgendwas, was auch irgendwie Hand und Fuß hat. Das macht mir ja nicht mal Angst. Du timest selber aus, wenn mich DDoS. Der Einzige, der geschädigt ist, bist du selber. Deine ganze Familie hat jetzt kein Internet wegen dir. Ist das nicht scheiße für deinen Vater und deine Familie? Nee. Nee. Die brauchen das nicht, ne? Die lesen nur Zeitung. Ein ganz toller Mensch. Sagen sie. Du bist ein toller Mensch, das glaube ich auch so. Und jetzt. User in your channel was banned from okay, Leute, das war's mit dem Video. Haut rein, habt einen sehr schönen Tag. Mir wurde vorher schon gesagt, dass der Typ ein wenig durchgedreht ist. Weiß auch nicht, was man davon halten soll. Gebt jedenfalls einfach einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon denkt. Und tschüss.